Herzlich willkommen auf dem Kanal Corvus Laborant. Ja, wie ihr aus der Eingangssequenz schon wisst, es geht um Karte und Kompass, dem Umgang mit Karte und Kompass und was ist denn das? Ein Kompass, ja. Ein Kompass ist zum Beispiel ein solches Gerät, schön brav im Handy versteckt. Damit kann man Richtungen definieren. Für diese Videoreihe nehmen wir allerdings nicht diesen Kompass, sondern habe ich hier in meinem kleinen Täschchen einen von zwei Kompassen, manche sagen auch Kompanten, die uns das Leben im freien Feld ein wenig vereinfachen sollen, sofern man damit umgehen kann. Dies hier ist ein Marschkompass. Wir werden zwei Kompasse benutzen, denn ich habe auch noch einen solchen. Dies hier ist ein Kartenkompass. Den Unterschied werde ich euch versuchen zu zeigen. Im Prinzip zeigen die alle beide, dieser und dieser, Himmelsrichtungen an. Ihr merkt, ich habe einen haltlosen Spaß bei diesem Video, weil ich habe im Vorfeld mal so mit diversen Leuten gesprochen, mal die Frage, kennst du einen Kompass? Ja, der zeigt nach Norden. Ja, der zeigt Himmelsrichtungen an. Und dann hört die Weltgeschichte meistens auch schon auf. Das kann mein Handy auch. Und warum gibt es dann unterschiedliche Bauformen mit unterschiedlichen Möglichkeiten? Der hier zum Beispiel in sehr stabil. Das ist kein Plastikspielzeug wie dieses, weil das gehört auf die Karte, auf den Tisch. Hat auch eine Lupe, aber davon später. Und das hier ist was anderes. Das Ding hat auf jeden Fall schon mal hier so einen ganz seltsam anmutenden Bügel. Der ist nicht umsonst so. Der macht A, das Gerätchen zu, und B, kann man da seinen Daumen reinstecken. Und ihr seht schon an der Haltung, die ich gerade habe, man kann damit mehr machen, wie nur mit Daumen reinstecken. Fangen wir mal mit dem einfachen Teil an. Das ist dieses Gerätchen hier. Ihr seht, das hat einen Pfeil, der im Idealfall nach Norden zeigt. Den Kartenkompass brauchen wir dazu, auf einer Karte zu arbeiten. Und ihr seht, das Ding ist wunderschön durchsichtig. Man sieht auch, was unter dem Kompass ist. Darum, mit einem Marschkompass geht das nicht. Es hat eine Lupenfunktion. Das heißt, man kann da genauer gucken, was sich darunter verbirgt, wenn man da etwas sehen möchte. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Ja. Im Allgemeinen zeigt dieses Gerätchen in die nördliche Richtung, was es im Moment nicht tut. Ihr seht, der zeigt in diese Richtung, der zeigt in diese Richtung. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir können ja mal versuchen, diesen zu öffnen. Ihr seht, es wird jetzt schon ganz schön technisch. Na, der zeigt jetzt in diese Richtung, nicht in diese Richtung und in diese Richtung.
Und was soll das? Wieso zeigen die alle in falsche Richtungen? Alle unterschiedlich? Richtig. Weil ich mich hier in einer Blechkiste befinde. Manche sagen, es sei ein Wohnmobil oder Reisemobil oder Funkmobil. Hier ist ein Haufen Elektronik und Elektrik drin verbaut. Mein, wieder mal, Smartphone hat einen Magnetschnapper, der die ganze Sache komplett aus dem Gefüge bringt. Von daher, Handys, wenn man damit Richtungen bestimmen möchte, sollte man aus der Hülle nehmen, sofern da irgendwas Magnetisches oder Metallenes dran ist. Bei einem Fahrzeug, so wie diesem hier, sagt, ich rede mal von der Bundeswehrvorschrift, man sollte sich circa 20 Meter mindestens vom Fahrzeug entfernen. Möglichst keine metallenen Gegenstände in den Taschen haben und auch keine Neodym-Magnete als Headpins benutzen. Leute, das Ding ist hochempfindlich. Dieser, genau wie dieser. Und wenn ihr denn meint, das Ding zeigt dann wirklich nach Norden, muss ich euch leider enttäuschen, es zeigt nicht nach Norden. Es zeigt im Idealfall auf den magnetischen Nordpol und nicht auf den geografischen Nordpol. So, ich versuche euch das mal jetzt draußen zu zeigen. Dann machen wir mal mit den Feinheiten der verschiedenen Kompasse weiter. So, ich habe mich jetzt mal weit genug vom Fahrzeug entfernt. Und damit ihr das erkennen könnt, da so mein Kompass auf den schicken Karton gelegt. Diese Peilvorrichtung sagt, dass das Gerät einigermaßen in der Waage steht, weil sonst funktioniert der Kompass überhaupt nicht, wenn der nicht in der Waage steht. Ich bin auch mal vorsichtshalber um den Kompass herumgegangen und da sich die Nadel da nicht bewegt hat, gehe ich davon aus, dass auch ich nichts Magnetisches oder Metallenes an mir habe. So, jetzt schauen wir mal. Diese blaue Spitze ist die Kompassnadel. Die Spitze hier, das grüne Ding, braucht man für was ganz anderes. Also, da soll jetzt Norden sein. Zumindest mal auf diesem Kompass. Und ihr seht, hier draußen stimmt die Geschichte dann. Dann ist nämlich auch da Norden und keine unterschiedliche Richtung. Ich kann die natürlich jetzt nicht nebeneinander legen, denn dann passiert Folgendes. Die beiden würden sich gegenseitig beeinflussen. Und das wollen wir ja vermeiden. So, gehen wir mal wieder zurück zum Fahrzeug und dann machen wir mal weiter. Das wird euch übrigens noch öfter in der Videoreihe passieren, dass wir mal irgendwo da draußen unterwegs sind, weil nur da kann ich euch das zeigen und eindrucksvoll demonstrieren hier drin. Oder ich habe auch schon Videos gesehen, da wird Karte und Kompass innerhalb eines Gebäudes erklärt. Naja, so. Wie gesagt, wir fangen mit dem Ding an. Der hat nämlich, der hat ein paar mehr, noch andere Funktionen. Meine Karte hat hier so eine Zahl stehen. Maßstab 1 zu 25.000. Das heißt, 1 Zentimeter auf der Karte sind 25.000 Zentimeter in der Realität.
Der Kartenkompass hat hier unten eine Skala 1 zu 25.000. Er hat auch so rum 1 zu 50.000. Was dann natürlich für andere Kartenmaßstäbe gilt, wie zum Beispiel 1 zu 50.000. Und ansonsten muss man mal ein wenig rechnen. Obendrein hat so eine Karte. Dann hier unten noch einen Maßstab. Aber das erkläre ich euch, wenn wir beim Thema Karte ankommen. Das lassen wir jetzt mal komplett außer Acht. Wir beschäftigen uns mit dem Kompass. Und wenn ich ihn anlege, 1 zu 25.000, dann weiß ich, dass es von hier bis hier, von da bis da, 2 Kilometer sind. So mal zur Überprüfung, die Ortschaft, in der ich wohne, bis zu der nächsten Ortschaft sind gefahrene Kilometer ungefähr 5. Und das sind ungefähr mal 4. Also 2 und 2. Aber wie das mit der Karte nachher geht, das kommt beim Thema Karte. Wir bleiben mal beim Thema Kompass. Der Kompass hat dann nicht nur diesen Pfeil, sondern auch einen verstellbaren Ring mit so umlaufenden Zahlen, nämlich genau 360 Grad. Was man damit nachher macht, zeige ich euch, wenn wir beim Thema Karten auskommen. Jedenfalls hat das so einen Teil. Man kann dann irgendwie etwas anlegen und einstellen und das kommt nachher. Also dieses Teil, dieser Kartenkompass, hat so eine verstellbare Skala. Und ihr habt eben schon gesehen, dass der Marschkompass auch sowas hat. Kann man also auch verstellen. Wofür man das braucht, erkläre ich euch. Wenn wir das Ding schon mal in der Hand haben, das Ding hat noch ein paar zusätzliche Funktionen. Also ihr seht hier für die Nivellierung diese Libelle. Mein Auto steht also fast gerade. Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen diesem Kompass und diesem Kompass? Ich sagte eingangs, der hat so ein Bügel, da kann man seinen Daumen reinstecken und dann kann man über diese Visiereinrichtung hier, diese kleine Kerbe und dem hier sichtbaren Fadenkreuz Punkte wie bei einem Gewehr anvisieren, womit ihr dann ungefähr so etwas seht. Ihr seht also unten in dem Ausschnitt der Kimme, da ist noch mal so ein kleiner Pfeil. Ihr könnt dann oben, das Objekt eurer Begierde anpeilen. Wenn ihr das dann gemacht habt und euer angepeiltes Objekt gefunden habt, stellt ihr diesen Pfeil auf diese Stellung ein und wenn ihr den dann herunternehmt, den Kompass, könnt ihr hier dann eine Zahl ablesen. Da, unten drunter. Das wäre natürlich jetzt zu schön, euch das zeigen zu können. Ihr seht, oberhalb des Nordpfeils ist noch mal eine kleine Lupe versteckt. Und wenn ich jetzt aber näher herangehe, nur damit ihr das perfekt seht, sagt der Kompass, das Magnet mag ich überhaupt nicht. Dann habt ihr da nicht nur dieses Fadenkreuz drin, sondern rechts und links auch nochmal eine Einteilung. Da könnt ihr genau sehen, wie viel Grad der eine Baum vom anderen entfernt steht. Wenn man die Entfernung dann weiß man auch die Entfernung zwischen den beiden Bäumen. Also, was kann dieses Ding?
Man kann damit im freien Gelände auf dem Marsch, darum Marschkompass, sich seine von der Karte erhaltenen Informationen ins Gelände übertragen und kann gewisse Geländepunkte anlaufen. Des Weiteren, man kann damit dann endgültig sein Ziel erreichen. Dann hat das Ding hier heute noch was. Und wenn ich dann da reingucke, seht ihr, ich bewege mich hier gerade mal hin und her. Da unten, jetzt geht er weg, da ist er. Eine Gradeinteilung. Ja, die beiden Kameras, beziehungsweise die beiden Linsen und Vergrößerungsgläser übereinander zu fixieren, ist gar nicht so einfach, ja. Aber ihr seht, was ich meine, ja. Also, das sieht man, wenn man da reinguckt. Das heißt, wenn ich mit der Karte meine Marschzahl oder auch Gradzahl, je nachdem, was ich bekomme, erhalten habe, stelle ich mir diese unter Drehen des Kompasses da unten ein, schaue dann etwas höher durch die Visiereinrichtung, erhalte in dem Fadenkreuz meinen Zielpunkt, den ich im Gelände anlaufen muss. Dann kann ich das Ding nämlich wegpacken und genau auf dieses Ziel zugehen. Ich muss nicht wie diese gestörten Handy-Großstadtnarren kontinuierlich auf dem Ding gucken, wo ich denn jetzt langlaufen muss. Nein, brauche ich nicht. Wenn ich mein Ziel anvisiert habe, kann ich da hingehen. Packe ich das Ding ein. Und wenn ich dann da angekommen bin, wo ich hin will, dann kann ich es wieder auspacken. Das kann natürlich je nach Gelände eine Weile dauern. Und man hat dann eigentlich mehr oder weniger Ruhe vor dem Kompass. Also wir sagen mal, da drüben, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon erkennt in der Kamera, dieses weiße Haus, oberhalb von diesem weißen Haus, oben auf dem Puckel, da steht ein Baum. Und wenn man den erreicht hat, dann geht es dann weiter. So etwas vereinfacht natürlich die komplette Navigation, weil wenn man immer nur entlang seiner Kompassnadel laufen würde, hätte man nämlich ein Riesenproblem, sofern da irgendwelche Gewässer, Wälder etc. irgendwas im Weg ist, was man nicht durchschreiten kann. Oder auch, wie gerade hier vorne passiert, frisch gepflügte Äcker. Geeckte Äcker. Eckt. Ja, der gepflügt hat der letzte Woche schon. Also. So. Der Kompass hat dann auch noch, so wie der andere auch, hier auf den Seitenteilen nochmal Einteilungen. Hier für Meter bei 1 zu 25.000 hier auf der Seite. Und auf der Seite Zentimeter-Einteilung. Dann hat der Kompass hinten drauf noch mal eine Tabelle. Ich habe euch nämlich noch einen Teil, eine Funktion dieses Marschkompasses noch nicht gezeigt. Das ist dieses kleine Instrument. Ich stelle die Peilung auf den Boden ein und durch Anheben, ihr seht, da bewegt sich schon mal was, kann ich den Grad der Steigung ablesen. Das hilft übrigens hervorragend, wenn man mit einem Geländefahrzeug unterwegs ist
oder wie ich mit hier mit meinem Kräfter und die Steigfähigkeit von 21% leicht überschritten wird. Dann weiß ich, dass ich bei voller Zuladung diesen Hügel nicht hochkomme. Man kann es probieren, ja. Bei trockener Straße könnte es klappen. Aber dafür ist auch ein Marschkompass, weil der dient nicht nur dem Marsch zu Fuß, sondern auch dem Marsch mit Fahrzeugen. Dementsprechend kann man dieses Gerät mehrfach verwenden. Es dient dazu, einen Punkt, den man kennt, mit einem Punkt, den man erreichen möchte, zu verbinden. Wie das genau geht, erfahrt ihr dann in dem Video, wo es um die Karte geht. Ich hoffe, euch war das jetzt nicht zu ausführlich. Und wenn, ihr müsst ja nicht bis zu Ende gucken, bis dahin. Sag ich wie immer, winke, winke, euer Corvus Laborat. Habt ihr eine schöne Zeit, bleibt mir alle gesund, verlauft euch nicht bis die Tage und tschüss. Auch hier, wie üblich bei meinen Videos, wenn ich nochmal darüber nachdenke, muss ich euch noch einen Nachtrag bringen. Ihr habt gesehen, dass die Kompassnadel im Fahrzeug ja eine absolute Abweichung bringt. Dann habe ich doch hier, mitten auf dem Armaturenbrett, einen Kompass stehen. Wie kann denn der funktionieren? Auch diese Art Kompasse müssen justiert werden. Da unten befindet sich eine Justierschraube, mit der man nach Einstellung die Ablenkung des Fahrzeuges korrigieren kann. Und dann, erst dann, geht dieser Kompass richtig. Also den Kompass einfach reinstellen und hoffen, dass da in die gezeigte Richtung jetzt so Westen wäre, ist eine falsche Annahme. Im Moment stimmt sie wohl, weil ich habe ihn justiert.